Let's wipe to the music. No, this is... Monica pauses suddenly, embarrassed to admit that this is, in fact, the literature club. If it's just you, that means I get to be the vice president! Wait, vice president? What are your qualifications? Well, I'm better at napping than you. I mean, that's a fact, actually. My brain stormed so hard. It was like a brain hurricane. My brain is a natural disaster. Discover a new year. Discover your heart. Open your heart. Sorry. No. Write your heart out. That sounds weird. No. Write into your heart. Write the way into your heart. Write the way into his heart. Join the literature club. Write the way into your heart. So, Nebengeschichten. Die beiden haben wir jetzt fertig. Nächster. Verständnis. Weißt du, ich glaube, wenn wir zusammen lesen werden, dann würde ich das wohl vorher gerne tun. Monika lächelt und nickt Siri von der Seite des Raums aus zu, als Siri gerade nicht hinsieht. Oh. Okay. Siri setzt sich hin, wirft einen Blick auf ihr Buch und sieht sich dann im Raum um. Sie macht keine Anstalten, dem etwas hinzuzufügen. Also, warum solltest du eigentlich diesem Club beitreten? Nun, ich lese gerne und war deshalb sofort interessiert. Ich wusste gar nicht, dass jemand einen Literaturclub gestartet hat. Aber das ist meine Schuld, weil ich die ganzen Club-Ausschreibungen nicht beachtet habe. Ich habe es nur mitgekriegt, weil sie... Ihre Blick zu Monika. Monika? Monika in mein Klassenzimmer kam und das Flugblatt auf meinen Tisch gelegt hat. Plötzlich verdunkelt sich Joris Gesicht und sie verschüttelt ihren Kopf. Ich war so dumm. Ich wurde zu nervös und konnte nicht einmal aufblicken. Also ging sie wieder raus. Ich brauchte mehrere Tage, bis ich mich aufraffen konnte, hier vorbeizukommen. Ich befürchtete, dass Monika allen erzählen würde, wie rücksichtslos ich bin, aber dann dämmerte mir, wie irrational. Warte. Nein, das war total meine Schuld. Mir war es so angenehm, dich beim Lesen zu stören, dass ich einfach gegangen bin. Ich hatte wirklich gehofft, dass du vorbeischauen würdest. Juri atmet erleichtert auf. Ich scheine immer das Schlimmste zu befürchten. Nun, es gab noch andere Gründe, warum ich echt nervös war, hierher zu kommen. Zum Beispiel die Sorge, dass hier zu viele Leute sind. Andere Leute, die stören mich nicht so sehr, aber es fällt mir schwer, eine große Anzahl von neuen Gesichtern auf einmal zu treffen. Da hat die DLC-Community was komplett anderes zu sehen. Aber okay. Deshalb ist es toll, dass der Club derzeit nur aus euch beiden besteht. Und dann kommt noch jemand Kleines. Jetzt muss ich also auch etwas über mich erzählen, richtig? Siri nickt. Und man könnte sagen, dass ich die Natur mag. Ich liebe die Natur. Monika, ich werde einen Naturclub gründen. Nein, wirst du nicht. Du steckst jetzt hier mit mir fest. Das hört sich an wie der Drohung. Wait. Ah, nee, das ist ja die Control Unit. Wait, what? Ich glaube, ich habe meine Meinung über das Buch geändert. Wir müssen es nicht lesen. Hä? Warum? Weil ich weiß, dass du mir nur einen Gefallen tun wolltest. Im Nachhinein gesehen ist mir klar, dass sich niemand wirklich dafür interessiert hat. Aber wenn es dir so gut gefällt, dann ist das Buch es sicher wert, geteilt zu werden. Ich habe mich bereits dafür entschieden, in den Club einzudringen. Du brauchst dir also nicht so viel Mühe zu geben, mich zu ködern. Aber das habe ich doch gar nicht versucht. Zwischen den beiden kommt es zu einem Moment des peinlichen Schweigens. Hört ihr die Stille? Also ich höre noch immer die Musik. Nun, ich bin nicht gewohnt, dabei Gesellschaft zu haben, aber ich werde versuchen, es so leicht zugänglich wie möglich zu machen. Du bist doch bestimmt super schlau. Ach, was. Ihre versucht, das Kompliment von sich zu weisen, aber sie kann ihr Lächeln und ein leichtes Erröten nicht verstecken. So Yuri is partially me, and I don't like this far.
Intelligenz kann man nicht verallgemeinern. Scharf bin ich vielleicht bei Dingen, mit denen ich viele Erfahrungen habe. Ja, nein, bei mir. Ich muss da nicht genau eingehen. Dagegen stelle ich mich im Umgang mit echten Leuten dumm an. Wie der in den letzten beiden Tagen vielleicht schon aufgefallen ist. Für mich sind es deshalb die anderen, die klug wirken. Vor allem du. Nein! Der Juri hat recht. Der Juri streift Juri mit ihren Schultern. Wenn du nicht gerade einen auf schüchtern machst, bist du ein echter Schatz. Also, willst du jetzt loslegen? Okay. Ich habe diesen Kreislauf satt, den ich selbst erschaffen habe. Ich glaube, dass ich so viel Angst davor habe, von anderen weggestoßen zu werden, dass ich sie selbst zuerst wegstoße. Das ist so gedankenlos und kindisch von mir. Juri, atme tief durch. Sollte dir eigentlich nicht so sehr in den Ohren liegen. Aber jetzt verstehe ich, dass ich einfach mit dir kommunizieren muss. Du kriegst das schon hin. Vergiss nicht, dass es für den Club ist. Du hilfst dabei, dass der Club ein besserer Ort für alle wird. Ja. Juri verstummt wieder. Sie wirkt, als würde sie etwas sagen wollen. Über so etwas analytisch nachzudenken, liegt mir eben nicht. Du weißt schon, über Leute. Also, danke. Jederzeit. Monika lächelt Juri an. Für einen kurzen Moment schafft es Juri, Monikas Blick zu erwidern. Lächelt schüchtern zurück. Warum kann ich nur sagen, hey, Leute. Wir brauchen diese Side Stories, because they are good. They're life lessons. They're life lessons in DDLC. The thought of it is weird. But it makes sense here. Als Juri das Bad zieht, weicht ihre nervöse Gesichtsausdruck einer Miene der Verzweiflung. Ich hatte Angst, dass ich dich enttäuschen könnte, weshalb ich mich besonders angestrengt habe. Hör auf. Juri presst ihre Fäuste gegen die Stirn. Bitte hör auf. Halt dir das nicht aus. Juri? Der Juri ist so erschüttert, dass ihre Stimme zittert. Also genau das Gegenteil der Reaktion, mit der sie gerechnet hat. Tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid. Sie blickt schuldbewusst weg. Habe ich etwas falsch gemacht? Ich verstehe das nicht. Wenn ich etwas falsch gemacht habe, dann sag es mir bitte. Juri schüttelt den Kopf. Nein. Es liegt an mir. Ich bringe mich in diese Situation, in denen die Leute sich nicht trauen, mich normal zu behandeln. Wenn du diese Art von Lektüren nicht magst, dann ist das okay. Das sag es mir einfach. Ich brauche keine Sonderbehandlung, nur weil ich schräg drauf bin. Ich behandle dich doch gar nicht mehr besonders. Ich will nur, dass meine Freunde glücklich sind. Deshalb dachte ich, dass wir etwas gemeinsam unternehmen sollten, das dir wirklich gefällt. Ich will dein Mitleid nicht. Was? Warum habe ich das getan? Juri sinkt auf die Knie, ihre Stimme ist heiser. Es tut mir leid. Tränen der Schuld und der Selbstverachtung strömen über ihr Gesicht. So war das nicht geplant. Warum ist es für dich so schwierig, deine Gedanken auszusprechen? Excuse me, wen adressierst du hier bitte? Juri, ne, wahrscheinlich. Uns, den Spieler? Auch? Warum verbrennst du die anderen immer? Von Selbstvorwürfen gepeinigt, schließt Juri irgendwie. Sie erträgt es nicht länger. Sayori oder dem Rest der Welt ins Gesicht zu sehen. Sie sollte schnell gehen, bevor Monika sie in diesem Zustand sieht und bevor Sayori Monika sagen kann, was sie getan hat.
Doch bevor Yuri wieder die Kraft hat, auf die Beine zu kommen, spürt sie, wie sich von hinten ein paar Arme behutsam um sie legen. That picture is beautiful, okay? Das ist schon okay. Yuri flüstert in einer beruhigenden Stimme. Das ist schon okay. Das ist schon okay. Yuri ist von ihrer Verzweiflung so sehr übermannt, dass sie es nicht schafft, gegen Sayuris übervolle Geste zu protestieren. Yuri atmet schwer und schnieft. Mit aller Willenskraft versucht sie, sich zusammenzunehmen. Ich verstehe. Ich verstehe, dass die Dinge, die du in deinen Kopf fühlst, anders sind als die Dinge, die du zu sagen versuchst. Das muss es sein, was du gerade empfindest. Ich verspreche dir, dass ich es verstehe. Deshalb gebe ich dir so viel Zeit, wie du brauchst. Sprich mich an, sobald du bereit bist. Dann reden wir zusammen über deine Gefühle. Okay? Yuri schnieft erneut und nickt. Sie sammelt eine Minute lang ihre Gedanken. Dann spricht sie mit mühsam kontrollierter Stimme. Ich glaube, dass ich mich so daran gewöhnt habe, dass die Leute mich für schräg halten, dass es sich dann wie Mitleid anfühlt, wenn jemand nett zu mir ist. Ich bin so schrecklich im Umgang mit anderen Leuten. Deshalb will ich nicht glauben, dass jemand mich mögen könnte, so wie ich bin. Yuri, stop being hashtag relatable to me, okay? You're too much here, okay? Yuri macht eine Pause, doch Sayuri unterbricht sie nicht. Stattdessen wartet sie geduldig, bis Yuri fortsetzt. Ich war so aufgeregt, in den Literaturclub einzutreten. Ich dachte, dass es endlich meine Gelegenheit wäre, durch meine Interessen Freunde zu gewinnen. Weil meine Interessen das einzige sind, über das ich gut reden kann. Sie sind mein einziges Gesprächsthema. Aber wenn ich mich dabei ertappe, wie ich vor anderen Leuten zu obsessiv werde, fühlt es sich an, als würde ich mich zum Narren machen. Dafür hasse ich mich. Letztendlich will ich wie eine normale Person behandelt werden. Aber wie soll das gehen, wenn ich mich nicht wie einem benehmen kann? Ich will nur lernen, wie man mit anderen Leuten zurechtkommt. Und wie ich aufhören kann, mir alles selbst zu vermiesen. Das ist alles. Yuri ist fertig damit, ihre Gedanken auszusprechen. Sie fühlt sich dadurch gefestigt. Das bemerkt auch Sayuri, die Yuris Atemzüge unter ihren Armen spüren kann. Danke, dass du mir geholfen hast, dich ein wenig besser zu verstehen. Weißt du, du hast mir so geholfen, als wir zusammen gelesen haben. Also helfe ich dir auch da, wo du es benötigst. Aber ich glaube, dass es für dich nur frustrierend wäre, wie Geduld ich manchmal benötige. Klingt irgendwie vertraut. Als wir zusammen gelesen haben, habe ich mir ständig Sorgen gemacht. Ich habe gefürchtet, dass ich dich frustrieren würde. Aber davon kann doch nicht die Rede sein. Ich habe mein Bestes getan, dir zu versichern, dass ich jede Menge Geduld habe. Ja, ich weiß. Aber meine irrationalen Ängste wollen manchmal einfach keine Ruhe geben. Für dich ist es doch sicher ähnlich. Irrationale Ängste. Nun, weißt du, dann könnte es mich gar nicht frustrieren, denn ich mag dich bereits als Person, so wie du bist. Ich weiß, dass du gesagt hast, wie schwer es dir fällt, das zu glauben. Aber ich verspreche dir, dass es stimmt. Du musst keine gesellige Person sein, damit jemand anderes dich mag.
Weißt du, ich glaube, du bist auf deine ganz eigene Art wirklich rücksichtsvoll. Du machst dir so viele Gedanken über die Gefühle anderer Leute. Und wir sind doch alle irgendwie schräg. Schließlich ist es ein Literaturclub. Und das Beste ist, dass wir alle unterschiedlich sind und unterschiedliche Interessen haben. Ein Buch zum Beispiel. Ich lese es freiwillig. Ich schwöre, dass ich das wirklich will. Ich habe damit etwas zu kämpfen, aber du solltest mich nicht missverstehen. Ich habe dennoch Spaß daran. Wir könnten schließlich niemals neue Dinge entdecken, wenn wir sie nicht zuerst ausprobieren würden, oder? Ich möchte herausfinden, warum du es so sehr liebst. Und außerdem, wenn es nicht mein Ding ist, würde ich das sagen. Aber dann wäre ich immer noch froh, dass ich es probiert habe. Darüber mehr, über die ich gelernt habe. Abgesehen davon bist du echt super schlau und ich möchte, dass sich das auf mich abfärbt. Mary kann sich nur mühsam ein Lächeln verkneifen. Okay, dann auf aus hier. That is too relatable and too much wholesome. It's on a scale from 1 to 10, the wholesomeness is on 50,000. Okay, actually 100, but my heart. Just. And also, wie gesagt, ich kann damit relaten. Weil. Ich hab's auch schon gesagt. Die DLC ist, als würde man einfach. Also für mich ist die DLC, als würde man meine ganze Personalität in Teile aufschneiden und in den jeweiligen Medien verpacken. Yuri? Introvertiert, Probleme haben, Leute zu verstehen und zu kommunizieren. Sayori, immer happy außerhalb, innerlich bisschen broken. Und mit ein bisschen meine ich sehr viel. Natsuki, weep. Und dann noch eine Sache, die ich nicht genau ansprechen möchte, weil ich noch nicht ansprechen möchte. Obwohl, auf diesem Punkt glaube ich, werden ein paar Leute wissen, was ich genau habe, aber ich möchte das lieber nicht öffentlich sagen, weil ich habe irgendwie gelernt, dass es glaube ich besser ist, obwohl auch wiederum nicht. Ah, I'm confused. Und ja, Monika einfach nur. Monika hat auch irgendwas. Wie gesagt, dieses being confused all the time, but also knowing it and not knowing it. Und Perfektionismus ein bisschen auch. Und die Musik macht es auch hundertprozentig besser, muss ich auch ernsthaft sagen. Also, ja. Und ja, dieses Bild ist einfach nur. It's just cute. It's just cute. Anyway, continue, because ich könnte fast die Tränen ausbrechen. Sayoris Umarmung scheint die bedrückende Atmosphäre bereits bereinigt zu haben. Meine Haare sind so hübsch. Ich wollte immer lange Haare haben, aber ich habe sie nicht richtig gepflegt, also habe ich sie alle abgeschnitten. Joris Anspannung weicht. Endlich gelingt es ihr, einfach zuzuhören, statt sich zu viele Gedanken darüber zu machen, das Richtige zu sagen. Joris spürt, wie wohl Joris sich fühlt und gibt ihr eine Ruhepause. Scheint ihr schwer zu fallen in der Abwesenheit. Aber wenn der Literaturclub ihr dabei helfen kann dann verschwinden. Dient sie es, dieses Gefühl zu erleben. Also dann, wenn ich deine Gefühle richtig interpretiere, hättest du nichts dagegen, wenn wir weiterlesen. Genau das wollte ich hören.
Aber wir können jederzeit aufhören. Wenn es dir nicht gefällt, dann sei bitte ehrlich. Ich würde es nicht persönlich nehmen. Natürlich. Es ist für mich dabei noch zu früh, um das Buch zu beurteilen. Also mal sehen, wie es läuft. Oh, und es ist nicht gut, Leute zu berühren, ohne sie vorher zu fragen. There they consent. I mean, yeah. You always should give consent. But this thing right now didn't need any consent, please. Oh, nein, bitte, entschuldige. Ich hatte dir keine Unannehmlichkeiten bereiten. Oh, hast du nicht. Ich meine, es war irgendwie ganz angenehm. Ich meine, ja nun. Ich bin wieder da. Meine Geist zurück. Dich habe ich in letzter Zeit hier gar nicht gesehen. Jerry trottet zu Monika rüber. Sie flüstert laut. Darf ich dich umarmen? Ja, doch, sehr Jerry. Jerry nimmt Monika in ihre Arme. Ach ja, Jerry, was du vielleicht wissen solltest. Jerry kann das reinste Umarmungsmonster sein. Hey, nenn mich nicht ein Monster. Ach, Themis ist ein Monster. Es wäre katastrophal, wenn er das Königreich erbt. Jerry lacht, Monika schaut. Die beiden verdutzt und muss lächeln. Nun, es freut mich, dass ihr an euren gemeinsamen Lesen Spaß habt. Fühlt sich wie unsere erste richtige Aktivität als Literaturclub an. Ah, apropos. Oh. Nun, ihr zeigt so viel Geduld mit meinen Interessen. Ich finde, da wäre es richtigstens, wenn ich mich nicht revanchieren und mehr über eure Interessen lernen würde. Ja. Magst du Gedichte? Jori lächelt. Jesus, das war so fishing awesome.